Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Nippon Tackle. Ich bin heute unterwegs mit dem Martin, Dr. Martin Friedrichsmantei, ja, Gewässerökologe. Hat für uns schon Blogs geschrieben, aber auch schon für Zeitschriften, glaube ich. Ja, für die Fisch und Fang, für den Raubfisch habe ich schon einiges geschrieben. Ja, genau, Blogs sind eigentlich das Hauptsächliche gewesen und so. Ja, also Beiträge rund ums Angeln. Wir haben uns jetzt gedacht, so, gehen wir heute einfach mal ein bisschen zusammen angeln. Mit ein bisschen Glück kommt vielleicht noch ein Fisch dabei raus. Also, das hoffe viel Spaß bei dem Video und los geht's. Bis später. Herr Dr. Mantei, jetzt muss ich doch mal fragen, wo sind eigentlich Friedrichsmantei? Entschuldigen Sie bitte. Wo sind denn eigentlich die versprochenen Fische? Also ich muss ja sind hier drinnen, ne? Wir haben sie noch nicht an Haken gekriegt. Meine Verteidigung, David hat mich hier in das Gewässer geführt. Hat gesagt, hier ist alles voll. Alles voll. Wir haben doch schon schön was gesehen. Biber, Enten, noch keine Fische. Irgendwie so richtig wollen die noch nicht. Wir kriegen die noch. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich habe einen guten. So, gut ist krumm. Aber leider. Oh ja, der Drill geht auch schon. Oh ja. Hast einen guten Ast. Ja, warte, wir machen das wie in anderen YouTube-Videos. Warte mal dort. Oh, der läuft, der läuft, oh, der läuft, der läuft. Schönes Ding. Meter ausgestiegen. So, jetzt hol aber auch den Meter mal raus hier. Nee, den Meter Ast. Ich gucke ganz, ganz gespannt ne, nach der Gewässerökologen-Methode, wie die das so machen, um ihre Hänger zu lösen. Gummiköder und Blei. Ach Mensch, musst du schon wieder bei Nippon bestellen, ne? Jetzt nicht. Dabei ist die Black Week gerade erst vorbei. So Leute, ich muss knoten. Das war's erstmal. Hallo, ja. Guten Tag. Wie war das für die Polizei? Wir haben mal Fischereischiffe für den Eierabriss. Genau. Fischereierlaubnisschein? Richtig. Nee, die Fischerei. Was habe ich denn? Fischereierlaubnisschein und. Den gelben brauchen wir. Zwei davon. Hast du sowas überhaupt? Ja, ich hab sowas hier. Den haben wir mal wieder von drei. An den Mittellandkanal, an den Gewässer Drömmling. Okay, das ist die Hauptsächliche hier. Bis 22. Oh ja, war knapp. Die Null ist ja noch gültig. Ja, das stimmt. Na, was ist denn jetzt hier, ha? Wo ist der Fisch? Das sieht jetzt nicht so aus, als ob hier noch was geht. Nee. Muss ich mal Nachläufe oder so haben? Ja, rede ich mal nicht raus jetzt hier. Ja, ich glaube, die Stelle liegen schon echt gut, aber irgendwie sind keine Fische in der Sahne. Also ich sag mal, gut zwei Stunden haben wir noch. Könnte sich vielleicht noch lohnen, ne? Recht? Ja. Wie spät haben wir denn jetzt? Um 2 oder was? Wie spät war es? 13 Uhr? 13 Uhr? Ja, dann los. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt das Gewässer gewechselt, weil an Gewässer 1 so gut wie tote Hose war. Außer natürlich 2. Schön, ja, nennen wir es mal Bisse. Anfasser, was war's? Hinkotzen. Das waren schon Bisse, ja. Ja, aber leider nicht verwerten können. Zweimal, guter Fisch. Aber wieder ab. Ja, und danach eigentlich komplett tote Hose.
Keine Nachläufer, gar nichts. So, jetzt haben wir uns dazu entschieden, einfach nochmal die letzte Stunde ganz schnell ans Hechtgewässer zu fahren, beziehungsweise auch nochmal auf Barsch zu probieren. Ja, gucken wir mal, was dabei rumkommt. So Leute, der Martin ist jetzt ein paar Stellen weiter, probiert es nochmal ein bisschen mit Chatterbait und Gummi auf Hecht und Barsch. Ich werde nochmal ein paar Jogbaits durchschleiern, vielleicht lässt sich ja wenigstens ein kleiner Hecht heute noch rauskitzeln. Los geht's. War ja ein ganz schön zäher Tag heute, ne? Martin versucht es immer noch, verzweifelt, einen Barsch oder einen Hecht rauszukitzeln. So, also man muss aber sagen, scheinbar die letzten kalten Tage haben die Fischlein doch ein bisschen eingeschläfert, ein bisschen schläfrig gemacht. So, wir waren jetzt an eigentlich zwei, naja, doch größeren Gewässern, wo wir eine ganze Weile geangelt haben. Aber Fisch hat sich heute nicht blicken lassen, außer deine zwei, die du nicht zwei verwerten konntest. Aber ansonsten kein Barsch, keine Hechte, keine Nachläufer, gar nichts. Gar nichts. Also wirklich. Gar nichts. Außer Kraut. Außer Kraut. Na gut. Oh. So. Vielen also Dank für die Einladung an diese tollen zwei Gewässer. An diese tollen, damit fischreichen Gewässer. Dass ich das erleben durfte heute Abend. Heute Abend gibt es Salat, Leute. Lecker. Salat. Immer wieder gerne. Ich lade dich auf jeden Fall für die nächste Tour dann jetzt schon wieder ein. So, morgen geht's dann mit dem Karl, unseren Außendienstler, auf Barsch und Zander. Hoffen wir mal, dass dort die Fische nicht so schläfrig sind wie bei uns heute. Das seht ihr dann im nächsten Teil oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.